Ich habe ja auch so eine Karte und die App natürlich auch von Payback. Aber ich denke beim Einkauf nicht immer daran. Da gibt es wahrscheinlich findigere NutzerInnen und über die sprechen wir. Und das ganze System Payback mit Dominik hier auf Fehmarn. Dominik, Payback ist eine deutsche Erfindung. Warum ist Payback ausgerechnet in Deutschland erfunden worden? Sind wir besonders sparsam, wir Deutschen? Oder rabattsüchtig? Oder punktesammelgeil? Also punktesammeln geil sind wir wahrscheinlich schon. Allemal deswegen, weil es sich, glaube ich, für die Nutzer sehr, sehr lohnt. Aber es ist weniger eine Rabattsüchtigkeit, als dass es tatsächlich ein Belohnen und ein Sammeln ist. Und das spricht, glaube ich, Menschen sehr an. Das passt auch sehr tatsächlich, glaube ich, zu Deutschen. Und das ist einer der Gründe, warum das so erfolgreich gewesen ist in den letzten über 20 Jahren. Man bringt euch in Verbindung mit der Karte, mit der App. Ihr habt eine Online- und Mobile-Bezahlfunktion. Irgendwie seid ihr aber auch ein riesengroßer Marktplatz auf payback.de. Da sind alle 700 Partner. Und eine Marketingmaschine seid ihr auch. Wie würdest du euch beschreiben? Wie guckst du drauf? Ich glaube, genau so. Nein, also doch, im Endeffekt das, was Payback ausmacht, was auch interessant ist, ist, dass es wirklich eine sehr interessante Kombination ist von genau den Dingen, die du angesprochen hast. Wir kommen historisch aus der Karte. Das hat sich natürlich stark mobilisiert in die App-Nutzung mit über 12 Millionen Nutzern. Und die Angebote haben sich ergänzt. Vom stationären Handel über Online-Händler, über Angebote außerhalb des Handels, sogar wie sowas wie Mobile Gaming und dergleichen und Kreditkarten und Payment. Und insofern ist es tatsächlich nicht so einfach, uns zu definieren. Und wir sind tatsächlich alles das, was du gerade angesprochen hast. Im kommenden Jahr kommt ja der Edeka-Verbund dazu mit Netto und Marktkauf und die Sparkassen. Was haben denn jetzt die anderen Partner davon und was haben auch Nutzerinnen davon? Ich glaube, die Partner haben immer etwas davon, wenn Nutzer etwas davon haben, weil es dann einfach mehr Nutzerinnen gibt, die sich mit Payback auseinandersetzen, insgesamt das System kräftiger wird. Warum wird dadurch das System kräftiger? Größer als Edeka kann man im Lebensmitteleinzelhandel nicht sein. Es sind über 60% mehr POS und Verkaufsstellen, als wir es jetzt mit der Rewe hatten, mit dem wir viele Jahre sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, freuen uns natürlich trotzdem über 60% mehr auch. Und das ist natürlich etwas, gerade dieser hochfrequente Lebensmitteleinzelhandel ist das, was ein System wie unserem die Geschwindigkeit und die Relevanz in großem Maße bringt. Insofern ist das ein Riesenantrieb für das System per se. Damit wird es interessant für Nutzer und Nutzerinnen. Damit wird es interessanter für unsere Partner, weil sie mehr Nutzerinnen ansprechen können, weil insgesamt die Attraktivität gestiegen ist. Das ist so eine Spirale, die dadurch entsteht. Und die Sparkassen als größtes deutsches Finanzinstitut natürlich mit den ausgegebenen Karten nochmal die Addition dazu. Das führt tatsächlich zum stärksten Payback aller Zeiten. Ihr müsstet eigentlich wahrscheinlich ein Milliardenunternehmen sein, ein Einhorn. Nun gehört ihr mittlerweile zu Amex, so, und über Umsätze sprecht ihr nicht so gerne, aber vielleicht kannst du uns ja mal ein Gefühl dafür geben, wie groß ihr wirklich seid mittlerweile. Also wir messen uns, gibt uns natürlich auch international in verschiedenen Märkten, aber wir messen uns eigentlich immer weniger über Umsatz und Größe und auch nicht Marktanteile in so einem direkten Konsumgüter-Betrachtungswinkel, sondern es geht tatsächlich darum, wie viele Kunden hat man, wie viele Partner hat man, wie häufig wird man genutzt, wie häufig werden die Coupons genutzt. Das sind diese Metriken, die tatsächlich aufzeigen, ob das System relevant ist. Wir könnten vielleicht weniger oder mehr Geld verdienen, aber trotzdem an Relevanz verlieren. Ich glaube, man sieht tatsächlich über Anzahl an Kunden, über Anzahl an POSen, ob so ein System eine hohe Relevanz und damit eine hohe Stärke und eine hohe Kraft hat oder auch nicht. Und insofern sind das auch die Metriken, die wir kommunizieren. Und daran sieht man, wie sich das System über die Jahre entwickelt. Ihr wisst ja sehr, sehr viel über eure Nutzerinnen. Das müsste bedeuten, dass wenn ihr Kampagnen fahrt im Auftrag der Partner, dass die hochgradig wirksam sind. Aber ihr habt noch nie einen Effi gewonnen. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ob jetzt der Effi-Gewinn da die Auszeichnung dafür ist. Ein bisschen ist ja so ein Direktmarketing auch fast irgendwie langweilig. Ne? Das ist Handwerk, das ist Targeting, das sind Daten und das ist unglaublich viel, unglaublich hohes Volumen, sehr, sehr viele, sehr spezifische Kampagnen. Und es misst sich wirklich in der Reaktion auf die einzelne Kampagne. Das ist nicht etwas wie eine TV-Kampagne, die man macht und sich danach dafür irgendwie loben lässt oder in den Fachmedien hochschreiben lässt, sondern es ist wirklich tägliches Handwerk, gut dem Endkunden das bieten, was sie oder ihn interessiert und damit eben auch für den Partner etwas Relevantes tun. Und so misst sich das.
Ihr habt ja im E-Commerce die wesentlichen Player als Partner an Bord. Von A wie Amazon über E wie eBay und O wie Otto bis Zo Plus mit Z. Sind die auch so erfolgreich wegen euch oder machen die alle schlicht den gleichen Fehler? Die machen alle den gleichen Fehler, auch mehr Umsatz machen zu wollen. Wenn man das nicht für einen Fehler hält, dann ist es wahrscheinlich einigermaßen richtig. Nein, ich meine, was sieht man daran? Ein solches System mit dieser Reichweite, mit dieser Anzahl an Kunden ist natürlich für einen Onliner genauso interessant wie für einen stationären Händler. Und deswegen machen das alle großen Onliner in Deutschland auch mit uns. Sie haben die Möglichkeit zu targeten, Angebote zu machen. Die Punktewährung ist attraktiv und das spiegelt sich eben darin. Mhm. Ihr seid ja schon 700 Partnerunternehmen und natürlich spielt auch immer eine gewisse Exklusivität eine Rolle. Kannst ja nicht alle Händler aufnehmen. Ist damit auch automatisch dem Wachstum eine Grenze gesetzt? Also wohin kann sich Payback noch entwickeln? Ich meine, wir wachsen ja in so unterschiedlichen Ebenen, haben wir eben schon drüber geredet. Natürlich in der Anzahl der POS, auch wenn es nicht mehr Partner sind, ist es hochrelevant. In der Breite des Angebots, stationär wie online, welche Partner sind da dabei. Aber genau wie du sagst, ein Loyalitätssystem hat aufgrund der Loyalität natürlich auch eine Begrenzung, weil ich den großen Wettbewerber des großen, starken, geschätzten Partners, den ich habe, eben natürlich nicht mit dazu nehme meistens. Und das führt dazu, dass wir dann eine gewisse eingebaute Limitierung haben in Bezug auf die Breite innerhalb eines Segments. Aber es kommen natürlich auch andere Dienste dazu, wie du vorhin auch angesprochen hast. Es kommt Payment dazu, es kommt Mobilität dazu. Wir starten jetzt mit Miles zum Beispiel. Es gibt Gaming-Angebote, die gar nichts direkt mit dem Online-Shopping zu tun haben. Und das wird sehr, sehr gut angenommen von den Endkunden. Das ist insgesamt eine Attraktivitäts Verbreiterung und Verbesserung, die darüber kommt. Guck mal, mit neuen Partnern kannst du auch immer mehr Punkte sammeln. Wofür gibst du die am liebsten dann aus? Also ich bin tatsächlich Amazon-abhängig. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren immer so mindestens 250 Transaktionen im Jahr gehabt. Da sammle ich sehr gerne. Ich kaufe sehr gerne bei DM. Und das Einsetzen ist auch eigentlich eine Mischung in der Form. Es sind entweder meistens sogar Gutscheine bei uns über den Payback Premium Shop, über die App. Oder direkt bei DM an der Kasse. Jetzt gehen wir zum Strandkiosk, holen uns da eine Pommes und ich könnte mir vorstellen, dass Dominik den Inhaber dazu bringt, dass der in Kürze auch Punkte ausgibt.